Hey Leute, ich bin Stefan. Ja, heute möchte ich euch gerne mal wieder ein kleines Produkt von uns vorstellen. Heute dreht sich alles um das Teil hier. Ich habe es jetzt absichtlich umgedreht, damit man die Marke nicht sieht, weil ich ganz genau weiß, dass viele von euch das sofort erkennen werden, was das hier für ein Beil ist. Ja Leute, wenn euch interessiert, warum dieses Teil hier mein absoluter Favorit geworden ist, dann bleibt dran. Ja Leute, viele von euch haben es natürlich schon erahnt und wissen, um was es sich heute dreht, ganz klar, um ein Beil von der Firma Hultafors. Das ist das Hultafors Trekking Beil Hultan, ein richtig, richtig geiles Beil. Wie schon gesagt, das ist derzeit mein absolutes Lieblingsbeil. Ich nehme das Teil eigentlich nur noch wirklich für alles her. Der Axt hier ist aus Hickory Holz mit Leinöl eingeölt, ne? Das ist ein richtig schöner Griff. Ich empfehle euch das auch wirklich nach Benutzung, wenn es regnet. Ihr könnt hier sehen, mein Axtgriff, der ist schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Auch hier vorne hat er schon ein paar schöne Dellen und Kerben. Ölt es immer wieder ein. Ich mache das nicht, also hin und wieder schon, aber jetzt nicht nach jeder Benutzung, wie es manche machen. Ich mag den Used-Look schon gern. Und ja, wie gesagt, der Griff hält sehr, 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 sehr lange. Er hat bei mir auch schon ein paar Fehlschläge einstecken müssen. Und somit kann ich sagen, ich habe das Teil jetzt wirklich lange in Benutzung und bin damit sehr zufrieden. Ihr habt es immer wieder bestimmt auf unseren Instagram Reels gesehen. Wirklich, ich bin davon den Teil richtig, richtig überzeugt. Vom Achskopf ganz zu schweigen, beziehungsweise vom Beilkopf. Ne? Viele wissen, Hultafors ist bekannt für seine schöne handgeschmiedete Qualität. Hier vorne eine schöne Konvex-Klinge dran. Ne? Konvex, sage ich immer. Für mich ist das eine Mischung aus Gandhi-Schliff und Balkenschliff. Das ist einfach so ein Multischliff. Ne? Ich mag den total gern. Dieses Teil hier ist wirklich perfekt dazu geeignet, um zu hacken, zu spalten und wirklich auch zum Entasten. Und was ich richtig, richtig genial finde, mit diesem Beil, das könnt ihr perfekt als Schnitzbeil benutzen. Ganz klar, für welche, es gibt welche, die machen da wirklich Kunstwerke draußen. Da ist eine Schnitzaxt nicht umsonst. Ne? Aber wie gesagt, für die, die es als Hobby machen, das Schnitzen ein bisschen, ne? Einfach beim Bushcraften mal einen Löffel oder die letzten Schläge an einer Schüssel, ne? Da könnt ihr dieses Teil hier perfekt als Schnitzbeil benutzen. Also ich werke mit dem Teil wirklich richtig gerne. Und egal ob nasses Holz, hartes Holz, weiches Holz, trockenes Holz, dieses Teil hier lässt euch wirklich nicht im Stich. Es gibt ja manche Äxte, ne, die sind bei nassem Holz viel besser und haben aber ein bisschen ein Problem bei trockenes Holz. Ne. Vor allem, wenn es dann ja, die kleineren Beile sind. Ne. Es gibt ja wirklich verschiedene Größen. Und das hier ist eine Größe, da muss ich sagen, die ist wirklich perfekt. Also die ist wirklich perfekt. Leute, ganz wichtig noch, der Stahl ist aus Ovako Carbonstahl. Das ist ein bisschen ein härterer Carbonstahl. Habe ich gehört. Ob es dann ganz genauso ist, weiß ich nicht. Was ich halt auch an den Hultafors Äxten so gut finde vom Achskopf, da wackelt einfach nichts. Ne? Da wackelt nichts. Das sitzt alles richtig, richtig fest. Und da bin ich halt einfach ein Freund davon. Ganz klar, der Preis schreckt vielleicht im ersten Moment ab. Hat er mich damals auch. Ne? Ich habe auch gesagt, hey, für dieses Geld hier. Ne? Aber der Unterschied ist, für dieses Geld hier bekommst du was. Da bekommst du was, was du eigentlich dein Leben hast. Ne? Bis auf den Griff. Ne? Das ist wirklich kein Drama, sich einen neuen Griff zu machen, wenn der mal in die Brüche geht. Aber so ein Teil, das überlebt dich. Ne? Das hast du ewig. Also wenn du da nicht jeden Tag irgendwie auf Steine klopfst oder so und das immer wieder nachschärfst, dann hast du so ein Teil wirklich ewig. Leute, bevor wir jetzt lang reden, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Das werden wir jetzt abhacken. Ganz wichtig noch, das Beil hier hat eine Gesamtlänge, also mit dem Achskopf, von 38 cm und ein komplettes Gesamtgewicht von 805 Gramm. Also ihr seht, die Länge ist für ein Beil sehr, sehr gut und vor allem auch das Gewicht. Ja, das werden wir jetzt mal abhacken. Ihr seht, absolut kein Problem. Ja Leute, da haben wir nochmal einen richtig schönen dicken Ast, also eigentlich schon fast unterarmdick. Ja, den werden wir jetzt auch nochmal weghacken. Birke, ihr wisst, Laubholz, Hartholz, ist also ein härteres Holz. Und ihr habt gesehen, das Teil geht halt wirklich rein wie Butter.
Jetzt werde ich mal diese Kiefer hier ein bisschen entosten. Kiefer, Weichholz, ganz klar. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Ja, und da werden wir jetzt diese Astreihe einfach mal weghacken. Ja, ihr seht, eine schöne gerade Hackfläche zu schlagen, funktioniert auch toll. Da werden wir jetzt eine Spitze dran schnitzen. Ich weiß, ein Hackblock wäre besser, aber man soll es ja sehen, dass es so auch geht, ne? Ihr seht, da fliegen richtig schöne Holzchips weg, ne? Und mit wenigen Schlägen. So, schon habt ihr eine Spitze dran, ne? Dann könnten wir das auch so im Boden einschlagen. Da ist aber dieses Beil nicht so gut dafür geeignet, finde ich. Aber immerhin, man bekommt es rein. Ne? Viele schlagen da gerne so drauf, das ist irgendwie handgelenksschädigend, also bei mir zumindest. Ich mag diese Technik gar nicht. Lieber mit dem Rücken und dann natürlich aufpassen, ne, auf die Schneide. Ja, aber ansonsten, ihr seht, das passt ganz gut. Ihr seht, also mit dem Teil, da bekommst du schon eine Wucht hin. So, jetzt schrägt man das ab, wie wenn wir einen Löffel machen möchten. Überhaupt kein Problem damit. Da wirklich damit zu schnitzen. Ihr seht, optimal, ne? Also das ist wirklich eine super Sache. Man kann wirklich toll damit schnitzen, toll damit werkeln und arbeiten. Also da ist überhaupt kein Problem. Solche Stämme bringt ihr natürlich damit auch durch. Klar, das ist ein bisschen Arbeit, aber ich möchte euch zeigen, dass das geht, auch mit einem Beil. Und das geht auch da ziemlich gut. Ja, dann fangen wir an. So Leute, ja, ihr habt gesehen, es funktioniert auch mit einem Beil. Das funktioniert ganz klar, mit einer Axt geht es viel besser. Ne? Wenn ihr eine Axt dabei habt, die auf diese Arbeit ausgerichtet ist, dann geht es viel besser. Anstrengend ist trotzdem, ist genauso wie mit den Sägen. Die beste Säge kann durchs Holz durchgehen wie Butter, aber es ist einfach Bewegung dabei, ihr verbraucht Energie und es ist einfach anstrengend. Ne? Ihr schwitzt. Und sowas mit dem Beil hier auch, ne? Ich habe jetzt kräftig geschwitzt, bin auch ein bisschen außer Atem, also es war schon ein ordentlicher Brocken, aber wie gesagt, ihr habt gesehen, es funktioniert. Ja, mit diesem Beil könnt ihr auch hervorragend schnitzen, also auch aus der Hand und mit einem kleinen Trick, so ähnlich wie bei großen Messern, zum Beispiel ein Tracker Knife, wenn ihr das ins Holz reinrammt, so wie mit der Axt, ne? Wenn ihr die Axtkopf in Holz versenkt, könnt ihr damit wunderschöne Ziharbeiten machen. Ja, und das möchte ich euch jetzt noch zeigen. Ja, ihr seht hier, die Axt hält jetzt einigermaßen. Ich mache das immer so, dass ich die einfach mit so einem Gegenstück reinschlage. Ja, dann haltet ihr so dagegen und dann zieht ihr einfach die Locken ab. Ne? Holt ihr euch ein schönes Holzstück.
Und schon funktioniert das. Ja. Könnt ihr richtig schöne Fässersticks machen. Müsst ihr nur aufpassen, dass er vorne nicht reinrutscht, ne? Ganz klar. Aber ihr seht, es funktioniert. Gibt ja auch viele Leute, die nur mit dem Beil draußen sind. Ne? Die verlassen sich da voll drauf. Ja, ihr seht, durchaus möglich. Habt ihr einen schönen Zunder. Jetzt schnitzen wir noch ein bisschen. Ihr seht, das funktioniert auch. Klar, mit dem Messer geht es besser. Ganz klar. Aber es ist ja auch ein Beil. Ne? Warum sollte ich mir da eine Spitze dran schneiden, wenn ich zack, zack, zack runterhacken kann? Ne? Das ist dann mehr oder weniger umsonst. Aber ihr seht, es funktioniert auch. Also man bringt schon schöne Flocken weg. Ja, hier seht ihr halt auch nochmal die Wucht. Also, das ist schon Wahnsinn. Also, ein richtig, richtig zuverlässiges Beil. Ja, jetzt ist es soweit, Leute. Jetzt werden wir ein bisschen Holz spalten. Ich habe jetzt extra schnell einen Hackblock geholt von mir zu Hause und ein schönes getrocknetes Holz, dass ihr auch seht, dass dieses Teil wirklich richtig schön zum Spalten geeignet ist. Ja. So. Ist übrigens Eichenholz, ne? Also ein richtig schönes Hartholz. Seht ihr? Top Sache. Da noch eins dabei. Ja, ob wir den Stock durchkriegen, weiß ich nicht. Probieren wir es mal. Ja, hat schon einen schönen Triff. So, top. Also ihr seht, das Teil ist eine Bestie. Ja Leute, ihr seht, ich bin heute in einem neuen Outfit hier. Das hier ist unsere Lumber Jacket Rocky, unsere Eigenmarke. Eine richtig geile Holzfällerjacke, ein schönes Holzfällerhemd. Ne? Ist ein cooles Gefühl, damit ein bisschen Holz zu machen. Mich friert nicht in der Jacke, wir haben jetzt 1 Grad. Es ist nicht kalt, es zieht nicht durch, also wirklich richtig top. Auch wird euch bestimmt aufgefallen sein, dass ich eine neue Hose anhabe. Das hier ist die MK2 Operator Combat Pant von der Firma Clogier. Ich hatte die schon mal in der Farbe Oliv. Ihr wisst, dass ich damit sehr zufrieden war, auch wenn immer wieder viele gesagt haben, das ist keine Hose zum Wandern. Als ich damals mit Christian unterwegs war, als wir, ich glaube 32, 33 Kilometer waren es, auf jeden Fall über 30, hatte ich mit der Clogier-Hose überhaupt kein Problem. Ganz klar, für einen Profi-Hiker ist sie ein bisschen zu schwer. Das ist mehr so eine Werkelhose fürs Bushcraften draußen. Also Clogier, das finde ich, ist eine Hose, also die zahlt sich wirklich ab. Also die rentiert sich alle Male. Das ist eine richtig, richtig geile Hose. Ja, und auch die neue Farbe in Multicam finde ich richtig, richtig geil. Also wenn man da so schaut, vor allem wenn ein bisschen so Laub liegt, ne, für die Leute, die gern getan unterwegs sind, ist das wirklich ein richtiges Schmankerl. Also harmoniert richtig schön. Also finde ich richtig geil. Ja Leute, weil einmal Clogier natürlich nicht reicht, habe ich noch was dabei. Und zwar meinen neuen Clogier Beanie. Geht richtig schön über die Ohren drüber, hält richtig schön warm. Genau das, was ein Beanie halt können sollte und auch erledigen sollte. Ja Leute, mein kleines Fazit zu der Axt noch, beziehungsweise zum Beil. Bei uns in Bayern ist das immer wurscht. Und ja, also es ist ein richtig, richtig cooles Beil. Ihr habt gesehen, Schnitzen geht damit, Hacken geht damit, Spalten geht damit. Sie spaltet wirklich gut. Also für den schmalen Achskopf spaltet die wirklich brutal. Also richtig genial. Ich bin so zufrieden einfach mit dem Teil. Ihr habt es gesehen, ich habe heute extra mal wirklich, zuerst habe ich mir gedacht, nee,
hacke ich mir da was runter. Dann habe ich mir gedacht, dann sagen wieder welche, hey, mach Buchenholz, mach Eichenholz. Habe ich mir gedacht, den Gefallen tue ich euch und habe einfach abgelagertes Holz von uns zu Hause geholt. Sollte eine Axt auch können. Für diejenigen, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht Bushcraften, sondern einfach wirklich eine gescheite Axt, ein gescheites Beil suchen, da kann ich euch Hultafors wirklich nur empfehlen. Mit diesem Handbeil, ich glaube, das erledigt auch alle Arbeiten, die man wirklich zu Hause ein bisschen macht, für ein bisschen Feuerholz schlagen und einfach für ein bisschen Kaminholz, für was man es halt so braucht. Also ein richtig, richtig geiles Teil. Ich glaube, ihr habt gesehen, das Teil hat heute alles wirklich bewerkstelligt, auch die Feinarbeiten. Ich bin einfach wirklich rundum damit zufrieden. Also wirklich ein geiles Teil. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns da einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, tippt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao.